Danke, okay. Vielen Dank für diese Gelegenheit und vielen Dank, Herr Professor Hildmann, für diese Einladung. Ich bin wirklich sehr begeistert, hier zu sein und begeistert, ein Gespräch mit euch alle zu halten. Ich habe etwas formlichen Text vorbereitet und ich wollte Philipp danken für seine Hilfe und kleine Korrekturen. Und ich habe auch viele Folien mit Bildern gesammelt. Und ich habe das Link zu dieser Folien im Chat gesteckt und man kann das benutzen, die Folien zu folgen. Und obwohl ich denke, es wird viel Zeit am Ende für eine Diskussion, ich denke auch, es wird okay, total okay, vielleicht sogar hilfreich, einige Fragen zu stellen, als wir gehen. Vielleicht ein Bild ist total unklar oder mein Deutsch ein bisschen unklar ist. Bitte erheben Sie Ihre gelbe Hand, als wir gehen. Und wir können diskutieren und dann weitergehen. Ja, so. Okay, so ich habe zuerst eine kleine Einleitung und dann können wir zu die Bildern kommen. Ich war einmal in Münster, wieder von dieser Einladung von Herr Professor Hildmann, um einen Vortrag über meinen Textarchiv zu halten. Und in diesem Vortrag habe ich versucht zu erklären, warum es so wichtig ist, unsere kritische Editionen historischer Texte als machine-accessible Daten vorzubereiten und nicht nur als ein gedrucktes Buch. Und danach hat mich jemand sehr direkt gefragt, lohnt es sich, alle diese Arbeit zu tun? Ja. Und mit dieser Frage habe ich verstanden, dass der Mann die neuen editorischen Prozesse, die ich empfohlen hatte, als schwieriger als den normalen Prozess empfunden hatte. Und er fragte sich, ja, was bekomme ich dafür, wenn ich diesen neuen Prozess übernehme? Zuerst einmal bin ich nicht der Meinung, dass es wirklich einen sogenannten normalen Prozess gibt. Ja? Was normal heißt, ist nur ein Prozess, an den wir so gewöhnt sind, dass wir ihn als einfach und mühelos sehen. Und darum vergessen wir, dass wir diesen Prozess irgendwann gelernt haben. So, ich würde sagen, dass die Erwartung von vielen Leuten, dass wir immer in Microsoft Word arbeiten, ja, sie fühlen sich, dass das normal ist. Und ich sage, das ist nicht normal. Du bist nur daran gewohnt. Ja. Okay, ich nehme den Einwurf an. Er konnte keinen Grund sehen, warum er eine neue Normalität aufbauen sollte. Und für mich waren die zukünftigen Möglichkeiten von einem Corpus at Scale ganz klar. Aber diese Möglichkeiten sind schwierig zu demonstrieren, wenn wir noch nicht at Scale sind, wenn der Corpus nicht groß genug ist. Aber wir können nicht zu Scale kommen, wenn Leute diese Möglichkeiten nicht sehen und uns daher nicht helfen, diese Scale zu erreichen. So, ich würde sagen, am Anfang befinden wir uns in einem kleinen Teufelskreis. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, braucht man Geduld. Wir müssen geduldig Daten hinzufügen, bis wir einen Umfang erreichen, der groß genug ist, um die Möglichkeiten der Skalierbarkeit zeigen zu können. Und ja, das ist schwierig, es braucht Geduld. Ich stehe noch am Anfang von diesem Prozess, aber ich glaube, dass ich langsam einen Umfang erreiche, bei dem ich einige Möglichkeiten realisieren und Krankheiten zeigen kann. Deshalb hoffe ich heute, anhand von einigen Beispielen zeigen zu können, wie die Übernahme von besser editorischer Praxis, wieder at scale, auch bei traditionellen Zielen zu besseren Ergebnissen führt. Das ist meine Hoffnung heute. Dabei will ich einer semi-autobiografischen Form vorgehen und eine kleine Geschichte von meinen verschiedenen Versuchen erzählen, Quellen und deren unterschiedliche Einflüsse innerhalb eines großen Korpus zu entdecken. Und für mich, diese Geschichte führt zu den aktuellen Prozessen, die ich jetzt benutze und mit denen ich weiter experimentiere. Und definitiv
oder mache ich mehr Experimentieren. Und obwohl ich diese Experimentier fortsetze, glaube ich, dass ich habe heute ein paar Beispiele von echten Entdeckungen, die Antworten auf traditionellen Fragen beinhalten. Und ich würde sagen, auf diese Weise würden sich die anfängliche Frage, ob sich das denn alles lohnt, von selbst beantworten. Ja, so ich hoffe, dass ich kann euch überzeugen, dass es lohnt sich. Okay, so lass mich zu meiner ersten Aspiration kommen. Am Anfang meiner Arbeit wurde ich von der editorische Arbeit, die Editoren sowieso schon tun. Ja? So im traditionellen Workflow, wo man eine Quelle entdeckt, normalerweise speichert man diese Daten in einer Fußnoten ganz unten auf der Seite. Aber das bedeutet, wenn jemand ein Zitat, zum Beispiel von De Trinitate von Augustinus, in einem anderen Text, zum Beispiel eines Autors aus dem 14. Jahrhundert, gefunden hat und das, dieses Zitat, unten auf der Seite in einer Edition geschrieben hat, bemerkt niemand, der De Trinitate von Augustinus liest, diese Verbindung. Ja? Niemand konnte diese neue Information sehen, solange es keine aktualisierte Ausgabe gibt. Um die Verbindung zu Augustinus zu entdecken, muss man nicht nur den Autor in der Zukunft kennen, sondern auch diese spezifische Edition. Und das gilt in meinem Beispiel hier nur für einen Autor. Aber wenn wir den Einfluss at scale sehen wollen, ja, müssen wir diese Schritte für jeden zukünftigen Autor wiederholen. Und das erfordert zu viel. Ja. Aber wenn wir unsere editorische Praxis wechseln, indem wir unsere Fußnoten mit Machine Actionable Data Links statt Text machen, dann können wir die Arbeit von verteilten Editoren automatisch sammeln und folglich diesen Einfluss at scale sehen. Ja, so ganz kurz ein paar Beispiele, wie würden das aussehen. Hier auf dieser Folie fokussiert man auf ein Target Passage. Diese Target Passage ist vom Augustinus de Trinitate. Und unmittelbar bekommt man eine Liste auf der linken Seite von allen künftigen Passagen, die die Target Passage zitieren. Ja, so verschiedene Editoren haben diese Zitaten markiert, aber als Leser von dieser Passage von Augustinus, ich kenne diese Editoren nicht oder ich kenne diese anderen Ausgaben nicht, aber plötzlich finde alle diese Einflüsse von Augustinus. Und dieselbe Information können wir hier aus einer anderen Perspektive sehen. Wir haben der Target Passage in der Mitte und alle die zukünftigen Zitaten. Und schon mit diesem relativ einfachen Ansatz können wir in Kombination mit Corpus-Metadaten große Muster erkennen. So, hier auf dieser Folie habe ich alle Zitate von Bibelversen in separaten Bibelabschnitten gezählt, die im Prologen von Sentenzenkommentaren erscheinen. So, wir können auf dieser ersten Seite hier sehen, alle Zitaten von Pentius Lombardus. Und wir können zum Beispiel sehen, dass in der Psalms hat er keine Versen zitiert. Aber plötzlich in der zweiten Seite können wir Innovation sehen. Plötzlich in seinem Kommentar auf der Prologes, Aquinas hat entschieden, diese Versen zu zitieren. Und dann können wir wir fragen, ob diese Innovation fortsetzt. Ja? Und wir können, ja, okay, mehr von der Psalmen hier und auch und so weiter. Vielleicht ist es hier wahrscheinlich hilfreich, ganz kurz etwas über die Natur eines Sentenzenkommentars zu sagen und wie man diese Kommentare normalerweise studiert. Das Buch von Petrus Lombardus hier auf der rechten Seite
heißt die Sentenzen. Das ist der Titel dieses Werk. Und es wurde im 12. Jahrhundert geschrieben und umfasst insgesamt 4 Bücher. Ja, so es hat 4 Bücher und jedes Buch hat ein Thema. Die erste Buch ist über Gott, die zweite über die Schöpfung, die dritte über Christus, die vierte über die Kirche. Und jedes Buch wird in verschiedene Distinktionen auch mit einem Prolog gegliedert. So das ist die erste Verteilung hier. Wir haben die Bücher. Und dann jedes Buch ist weiter gegliedert in Distinktionen hier. Und diese Distinktionen finden wir in kleinere Abschnitte wie Kapiteln oder Fragen. Ja. Und jedes Distinktion hat sein eigenes Thema. So, diese Tradition ist so wichtig, weil nach Lombard so viele Leute Kommentare an jede Distinktion geschrieben haben. Ungefähr 1600 über 5 Jahrhunderte. Und in Bezug auf die Begriffsgeschichte ist diese Tradition eine Goldmine, weil wir eine kontinuierliche Diskussion über ein sehr spezifisches Thema haben. Aber wenn wir den richtigen Zugang und die richtigen Werkzeuge haben, können wir beobachten, wie viele Begriffe über die Zeit sich ändern. Ja. So, um den Zugang zu einem so großen und komplexen Korpus zu erleichtern, arbeiten wir unter anderem mit folgenden Perspektiven wie diese hier. Was wir versuchen zu sehen, sind die großen Muster. Aber dieser Ansatz hier hat definitiv Potenzial. Allerdings sind die Daten hier nach unvollständig, weil sie davon abhängig sind, dass die Zitate und Verweise von einem Editor manuell erkannt und markiert werden. Ja? Wie wir hier sehen können. Um diese Folie zu haben, müssen die Editoren eine neue Methode übernehmen. Ja, wenn Sie ein Zitat finden, müssen Sie es markieren, wie hier, nicht mit Aufführungszeichen. Sie müssen es mit einem Tag markieren. Und Sie müssen eine Verbindung machen zu der Quelle. Und das ist offensichtlich nicht traditionell. Viele Leute wissen nicht, wie das zu tun. So, es erfordert eine Menge Mühe und die volle Teilnahme der editorischen Gemeinde, die editorische Community. Solche Teilnehmer im Moment haben wir noch nicht. Und in einer Community mit weniger wahren Anhängern und ich würde sagen mit noch weniger Beitragenden ist der Fortschritt langsam und echte Entdeckungen sind rar. Ja? So im Moment, diese Unvollständigkeit verhindert nützliche Interpretation. Und das bedeutet, dass wir bleiben meistens leider, wie wir oben gesehen haben, im Reich von Möglichkeiten. Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten hier, aber wir können diese Ergebnisse nicht wirklich benutzen. So, weil ich meistens allein arbeite, habe ich erkannt, dass ich eine andere Ansätze für die Textähnlichkeit erkennen, ausprobieren muss. Ja, es wird nicht funktionieren mit dieser anderen Methode. Die Nutzung von Ngrams ist, würde ich sagen, technisch ziemlich einfach, aber ich war überrascht von ihren Möglichkeiten, besonders wenn diese Ngrams mit Metadaten, heftige Metadaten, ja, von Corpusgres kombiniert werden. So lass mich ganz kurz ein paar Sätze über diese Methode mit Ngramen sagen und dann wir können die Ergebnisse sehen. Für mich, diese einfache Methoden funktioniert wie folgt. Um einen Korpus mit rund 80 Millionen Worten zu analysieren, habe ich ein kleines Computerprogramm geschrieben, das durch jeden Absatz läuft und jedes einzigartige 4 Gramm speichert. Okay, so ein 4 Gramm, wenn wir einen Satz wie die Katze ist auf der Matte, dann haben wir 3-4 Grams. Wir haben die Katze ist auf, wir haben die Katze ist auf der und ist auf der Matte.
Okay, dann habe ich jedes Diagramm oder jedes Diagramm wird ein Ressource in einem Graph oder einer Datenbank. In diesem Fall der Datenbank ist eine Graph-Datenbank. Und jede Resource hat eine Relation oder ein Property, die isFounding heißt. Du kannst das hier sehen. Und diese Property deutet auf jeden Absatz hin, der dieses Ngram enthält. Ja, so wir haben diese Beziehung. Ein Ngram ist found in ein Absatz. Und dann habe ich hier eine wirkliche Beispiel. Ja, so für den Ausdruck Videtur Quadnan sick. Wir haben ein Resource, is found in. Und dann diese Ngram ist found in Absatz 1, Absatz 5, Absatz 10 und so weiter und so fort. Okay, grundsätzlich haben wir hier ein einfaches Wörterbuch oder eine Dictionary gebaut, mit dem man ganz schnell ein Ngram benutzen kann, um jeden Absatz zu finden, der dieses Ngram enthält. So, das ist ziemlich hilfreich, aber es ist noch nicht genug. Was wir wollen, ist eine Art Ähnlichkeit zwischen Absätzen. Also wir brauchen zuerst eine Definition von Ähnlichkeit oder eine entsprechende Interpretation durch den Datengraph. So für diese Experimente, diesem Experiment habe ich selbst vordefiniert, was Ähnlichkeit ist. Ich habe gesagt, zwei Absätze sind ähnlich, wenn sie sechs oder mehr Diagramms gemeinsam teilen. Ja? Anders gesagt, sie sind ähnlich, wenn die Intersection von vier Grams größer ist als 6. Ja. Und wir können das auch hier schreiben als eine Art First Order Logic. So, ja. Wenn für every M Gram, wenn es found in X, ja, und auch ist found in Y und Absatz X und Absatz Y nicht dieselbe sind. Und wir finden das 6 oder mehr mehrmal. Dann haben wir Ähnlichkeit. Ich überspringe diese Folie, aber es gibt eine andere Weise, diese Beziehung zu beschreiben und wir können zurückkommen, wenn das interessant ist. Schließlich ja, müssen wir diese Interpretation in einer Abfrage übersetzen und hier habe ich diese Interpretation in eine Sparkle-Abfrage übersetzt und das sieht, das man kann hier das sehen. Ja? Ich wolle alle die Target Start und Target Passages, die ein Ngram haben, gemeinsam haben und wenn das passiert, 6-mal. Okay, das ist relativ einfach, technisch. Ja. Was können wir mit diesen Daten tun? Wir können hier eine kleine Pause machen auch, wenn alles klar ist. Es gibt eine kleine Frage. Ja, okay. Lass uns weiterkommen. Die erste Idee, die ich hatte, war, diese Abfrage zu nutzen, um abhängig von aktuellen Interesse des Lasers empfohlene Verbindungen anzubieten. So, das ist eine Art Recommendation System. Ja, der Laser ist hier und ich kann Vorschläge machen. So, das können wir hier sehen. Wir sind wieder auf dieselbe Target Passage von Augustinus, De Trinitate. Und unter der Liste von editorisch erkannten Zitaten, die wir oben gesehen haben, konnte der Computer hier eine neue Liste von ähnlichen Absätzen empfehlen. Und es ist ziemlich transparent, warum der Computer diese Vorschläge gemacht hatte. Dieser Absatz hier hat 75, oder dieser Absatz hier und dieser Target-Absatz hat 75 Ngrams gemeinsam. Hier können das computergestützte Vorgehen und die editorische Arbeit kombiniert werden. Ja, der Computer gibt uns eine Liste von ähnlichen Absätzen und erzählt uns, welche schon von Editoren markiert wurden und welche noch nicht bestätigt sind. So in Purple Farbe hier,
wir sehen, dass der Computer hat bestätigt, was der Editor was dem Editor schon bewusst ist. Ja. Aber dann hier haben wir einen neuen Absatz, das ist noch nicht markiert. Ja. So es ist eine Art Entdeckung und kein Editor hat das schon gefunden. So, ich würde sagen, diese Methode und diese Visualisierung sind sehr hilfreich, wenn man mit einer bestimmten Passage schon im Kopf beginnt. Wenn ich mich schon mit einem Text beschäftige, kann diese Methode auf andere nützliche Passagen hindeuten. Aber was, wenn ich nicht weiß, wo ich beginnen soll? Was, wenn ich alle Nachnutzung nicht nur für eine bestimmte Passage sehen will? Oder was, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werden will, dass eine Passage, wieder, die mir vorher nicht bewusst war, wahrscheinlich eine Quelle von vielen Textnachnutzungen ist. Ja. Für eine Weile, das ist ein bisschen komisch, habe ich versucht, diese obige Methode zu benutzen. Ich habe mich von Absatz zu Absatz bewegt, klick, 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 klick. Und manchmal habe ich etwas Interessantes gefunden, aber es war immer willkürlich. Ja, es ist nicht wissenschaftlich. Und wir haben jetzt mehr als 400.000 Absätze. So, wir können nicht durch den Korpus in diese Weise kommen. Ich würde sagen, was mir gefehlt hat, war eine Vogelperspektive, um die ganze Landschaft zu sehen. Und mit dieser Landschaft wollte ich Absätze sehen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, die Nachnutzung oder Einfluss zeigen. Und für mich, was ist interessant, ist, die Daten waren schon da, ja, aber wir brauchten eine bessere Visualisierung. So, lass uns zu meinem zweiten Versuch kommen. Ja, okay, gut. Letzten Sommer habe ich eine coole JavaScript-Library gesehen, die entwickelt wurde, um die Unterschiede zwischen Handschrift und Zeugnisse zu visualisieren. Ja? Und zuerst habe ich sie genau für diesen Zweck benutzt. Hier. Auf dieser Folie haben wir jeden Absatz auf der X-Achse und jedes Zeugnis, das heißt jede Handschrift, auf der Y-Achse abgebildet. Und das ist hilfreich. Wir können ganz klar die ganze Landschaft sehen. Wir können den Unterschied zwischen jedem Absatz messen und dann diesen Unterschied mit blauer Farbe visualisieren. Und jetzt kann ich sehr schnell sehen, wo wir viele Änderungen haben und wo wir nicht so viele Änderungen haben. Es fokussiert meine Untersuchung. So, ich habe gedacht, ich brauche etwas ähnlich, um diese Vogelperspektive für Textreuse zu sehen. Ich will alle Absätze gleichzeitig sehen und dann darauf aufmerksam gemacht werden, wann und wo ein Absatz oder ein großer Abschnitt mit anderen Texten verbunden ist. Ja. So, wie können wir diese Art visualisieren, unsere N-Gram-Daten, um unsere N-Gram-Daten zu sehen? Hier ist mein erstes Beispiel, der erste von zwei. Und in diesem Beispiel versuche ich zu zeigen, Zitatmuster, ja, in der Tradition von Sentenzkommentaren. So, isolierte Zitaten. Wie können wir diese Zitaten sehen und welche Muster können wir sehen? Okay, hoffentlich sehen wir kleine rote und blaue Punkte da. Ja? Okay. Was haben wir? Auf der X-Achse ist jeder Absatz in dem De Trinitate von Augustinus. Und auf der Y-Achse ist jeder Absatz, der Ähnlichkeit mit dem Absatz auf der X-Achse hat. Und die Mette Daten des Corpus Graph sind hier wichtig. Diese Absätze auf der Y-Achse sind zuerst in der Datumsfolge angeordnet und dann in der Reihenfolge innerhalb des jeweiligen Textes. Und mit der Datumsfolge können wir versuchen, Quellen und Einfluss zu unterscheiden. Hier auf dieser Folie, wenn ein Absatz von Augustinus
ähnlich mit einem Text hat, der vor Augustinus geschrieben wurde, dann sehen wir diesen Absatz in Rot. Wenn der Absatz nach Augustinus geschrieben wurde, dann sehen wir diesen Absatz in Blau. Und entsprechend, wenn wir einzoomen, entsprechend, wenn wir eine Spalte ohne Rot und viel Blau sehen, können wir ableiten, dass wir eine Passage sehen, die viel Einfluss hat, weil viele Leute Augustinus direkt zitiert haben. Ja, es gibt einen anderen Fall, wenn es gibt Ähnlichkeit, weil Augustinus und ein zukünftiger Autor hat beide ein Bibelvers zum Beispiel zitiert. Ja, aber wenn es gibt keine früheren Text, keine rote Farbe, dann können wir sagen, es gibt eine Tradition von Ähnlichkeit hier, weil alle diese späten Leute haben Augustinus hier zitiert. Und wir können auch die Metadaten benutzen, um viele andere Perspektiven zu sehen. Zum Beispiel, um nur zwei Texte miteinander zu vergleichen. Ja, das ist schwierig hier, das ist schwierig zu sehen. Wir haben so viele Punkte. Was sollen wir mit all diese Farbe tun? Aber wir können diese Ergebnisse filtern mit Metadaten. Hier vergleichen wir den Text von Augustinus nur mit dem Text von Petrus Lombardus. Und was wir am klarsten sehen, ist die häufige Nutzung des Mittelteils von der Trinitate und wieder die häufige Nutzung des letzten Teils. Ja, so wir haben eine Muster hier. Die Mittelteils der Trinitate ist häufig benutzt, dann hier nicht so oft, hier vielleicht nicht so oft, mit dieser Ausnahme hier. Und dann wieder sehen wir häufige Nutzung hier. Wir können auch diese Perspektive umkehren. Ja, so wir können hier kommen. Hier sehen wir den Text von Petrus Lombardus auf der X-Achse und Augustinus auf der Y-Achse. Und ganz schnell sehen wir, dass diese Nutzung von der Trinitate sehr früh in den Text von Petrus Lombardus vorkommt, aber nicht so oft in späteren Teilen. So, ja, es ist wahr, dass Petrus Lombardus viele Teile von der Trinitate benutzt hat. Aber fast alle diese Nutzung kommt in die erste Buch der Sentenzen. Außerdem können wir die Korpusdaten benutzen, um verschiedene Textgattungen zu vergleichen. So, hier kommen wir zu einem anderen Bild. Hier zeigen wir jeden Absatz von der Trinitate wieder auf der X-Achse, aber dann vergleichen wir jeden Absatz nur mit jedem Absatz in einem Sentenzenkommentar. So, wir sehen hier nur Sentenzenkommentaren, nicht Metaphysics-Kommentaren, nicht Summe und andere Art Textgattung. Und die Farbe hilft uns, die unterschiedlichen Kommentare zu unterscheiden. So, zuerst haben wir wieder den Text von Petrus Lombardus. Ja? Und dann haben wir andere Kommentare. Und wir können sehen, wie diese Kommentare den Text von Augustinus benutzt haben. Diese Perspektive erlaubt uns, Innovation in der Tradition zu erkennen. Wir können sehen, wie Lombard den Text von Augustinus benutzt hat. Aber jetzt können wir sehen, wie später Kommentare dieser Muster gefolgt sind oder nicht. Ich würde sagen, in allgemein setzt sich das Muster von Lombardus fort. Diese Mittelteils von der Trinitate ist noch nicht häufig benutzt. Aber wenn wir einzoomen, ist es möglich, Innovation zu sehen. Hier ist es möglich, Stellen zu sehen, wo Passagen von Augustinus benutzt werden, die nicht von Lombardus zitiert werden. Und das zeigt uns Innovation. So hier ist ein Absatz von Augustinus, die nie von Lombardus zitiert wird. Hier auch, hier und hier auch. Und dann sehen wir später in die Tradition, Autoren fangen an, diese Absatz zu zitieren. Hier, hier, hier und hier. Ein paar mehr Beispiele hier. In dieser Folie können wir nochmal die Nachnutzung in jedem Kommentar sehen.
Aber diesmal wird jeder Absatz in einem Kommentar von einer bestimmten Distinctio gruppiert, mit dem Absetzen von anderen Kommentaren, die auch ein Teil derselben Distinctio sind. Okay, das ist kompliziert, aber das bedeutet, alle Texte der Distinctio 1, geschrieben von 12. bis zum 16. Jahrhundert, werden zusammengruppiert und man kann das in einer Farbe sehen. Und dann danach werden alle Texte der Distinctio 2 wieder geschrieben von 12. bis zum 16. Jahrhundert zusammengruppiert und so weiter und so fort. Und wir können hier ganz klar sehen, wie spezifische Nutzung von der Trinitate verschiedene Themen in verschiedene Distinctiones entspricht. So hier, wenn man meine Maus sehen kann hier, wir sind in die rosa Farbe. Es ist ganz gewöhnlich, diese Teil der Trinitate in Distinctio 3 zu zitieren. Und hier vielleicht in Distinctio 10 ist es total gewöhnlich, diese Teil der Trinitate zu zitieren. Aber wieder können wir Innovation sehen. Zum Beispiel, wir können zu Distinctio 8 kommen und sehen, es ist sehr typisch, Buch 5 von der Trinitate zu zitieren. Und dann sehen wir später in der Tradition, ein Autor hat angefangen, Buch 15 zu zitieren. Ja, vielleicht können wir das live sehen. Hier ist es dieselbe Daten. Und wir können alle diese Ergebnisse untersuchen. So, die Ergebnisse sind sehr transparent. Wir können klicken und vergleichen. Ja, wir sehen, es ist traditionell oder gewöhnlich, Buch 5 zu zitieren, aber dann plötzlich haben wir eine Ausnahme. Ja, und wir können das ein bisschen weiterkommen und inspektieren. Und wir können sehen, der Gregory of Rimini, ja, später im 14. Jahrhundert, hat entschieden, plötzlich Buch 15 zu zitieren. Okay, kleine Pause. Okay, nochmal Beispiel und dann kommen wir zu dem zweiten großen Beispiel. Auf dieser Folie, jeder Absatz in den Text von Lombardus ist mit jedem Absatz in jeder Sentence Kommentar wieder von derselben Distinctio gruppiert, verglichen. Und das zeigt uns meistens, was wir erwarten. In den Kommentaren von Distinctio 1 sehen wir heftige Nachnutzung von Distinctio 1 von Lombardus. Und dann in Distinctio 2 oder Kommentaren auf Distinctio 2 sehen wir viele Zitaten auf Distinctio 2. Und für mich, das ist eine große Bestätigung von die Wahrheit dieser Methode. Ja. Wir erwarten das und es zeigt uns das. Aber wir sehen auch Innovation. Wir sehen, es ist typisch, Distinctio 3 in Kommentaren auf Distinctio 3 zu zitieren, aber da plötzlich sehen wir Leute, die Distinctio 5 oder Distinctio 10 zitieren. Und das erwarten wir nicht. Ja? Wir haben keine Weise, das zu erwarten. Und das ist eine Überraschung. Okay. Meine zweite und ich würde sagen, das ist ein wichtiges Beispiel hier. Bislang haben wir uns auf die Nachnutzung von bestimmten isolierten Zitaten fokussiert. Aber es gibt eine andere Art Nachnutzung in der scholastischen Tradition und diese nenne ich Unsighted Successive Passage Reuse, ja, kontinuierliche Nachnutzung von vielen Absätzen. Das heißt, was wir normalerweise Plagiat nennen würden. So, in diesem Beispiel hier, dieses Bild zeigt uns etwas sehr, sehr Interessantes, aber wir müssen lernen, diese Ergebnisse zu lesen. In diesem Fall hier wird die Bedeutung klar sein, wenn wir eine kleine Erklärung über diesen Text und die vorherige Forschung an diesem Text haben. Der Text auf der X-Achse hier ist ein Sentenzkommentar von Petrus Graculus.
der den Text im späten 14. Jahrhundert geschrieben hat. Und in 1956 findet Damasus Trapp heraus, dass dieser Text zahlreiche Nachnutzungen aus dem Text von Johannes von Basel enthält. Und Damasus Trapp schreibt nicht, welche Passage genau nachgenutzt wurden. Er sagt nur, dass Gratlis meistens Johannes von Basel kopiert. Aber besonders wichtig für uns ist die Tatsache, dass Trapp zugibt, dass diese Entdeckung ein glücklicher Zufall war. So, hier ist ein Zitat. Damasus Trapp hat gesagt, Petrus Gracchus read according to the mind of Hilterlingen. He read Secundum Hilterlingen without ever mentioning him. Ja? Und dann sagte er, only by lucky coincidence was I enabled to unmask Gracchus' dubious literary honesty. Und für mich, das ist genau der Punkt. Die traditionelle Forschung zeigt Interesse für diese Art Forschungsfragen, aber die Methoden sind anekdotisch und zufällig. Und was wir brauchen, ist eine wissenschaftliche Methode. Dass die traditionelle Forschung dieser Art Fragen von der wissenschaftlichen Community wertgeschätzt wird, ist in einem Artikel von Vinicio Marcolino von 2008 auch klar. Marcolino folgt Trapp und versucht, die Verbindung zwischen Gracchus und Johannes von Basel genauer zu machen. Ja, so hier ist ein Auszug von diesen Artikel. Marcolino bewegt sich durch den Kommentar, Distinctio für Distinctio, Fragen für Fragen, und versucht zu zeigen, wo Gracchus den Text von Johannes von Basel benutzt hat. Und das war ein lebenslange Arbeit. Er hat für viele, viele Jahre auf diese Arbeit oder er hat benutzt viele, viele Jahre diese Arbeit zu tun. Über diesen Aufsatz hier können wir ein paar Dinge bemerken. Zuerst ist der Text von Gracchus definitiv kein einfacher Copy von Johannes von Basel. Es mischt viele andere Texte und auch viele originelle Worte ein. Zweitens gibt es viele Fragezeichen. Du kannst das hier und hier, hier und hier, hier und hier sehen. Wo Marcolino Nachnutzung erwartet, aber keine Quelle finden kann. Drittens, und sehr wichtig für uns, gibt es komplette Fragen, wo er keine Verbindung sieht, hier in die rote Farbe. Und von dem Artikel, es sieht so aus, als ob er denkt, es gibt keine Abhängigkeit hier und der Leser soll sich wohlfühlen, abzuleiten, dass hier Gracchus originell sein muss. Ja, es hier ergibt uns diesen Eindruck. Also lass uns zurück zu unserer Datenvisualisierung zurückkommen. Hier. In der Mitte dieses Graph können wir eine ziemlich große rote Schlier sehen. Hoffentlich können Sie das sehen. Ja? Hier. Okay. Günstigerweise entspricht diese rote Schlier dem Text von Johannes von Basel. Und der Computer zeigt uns automatisch, was Trapp und Marcolino bestätigen, aber mit mehr Transparenz. Zum Beispiel, ich kann zu diesem Graph kommen und auf irgendeinen Punkt klicken und sehen genau, was diese Abhängigkeit ist und sogar die Handschrift untersuchen. Ja? Kann einzoomen und untersuchen. Okay. Und wir können, ja, wie ich gesagt habe, wir können den Text automatisch vergleichen. Aber der Folie hier zeigt uns auch die Lücke in der Nachnutzung, genau dieser Punkt, wo Marcolino keine Abhängigkeit berichtet hat. Zum Beispiel in Frage 38 oder Frage 30. Wir haben diese Lücke. Es gibt keine Ähnlichkeit hier. Während Marcolino uns den Eindruck gibt, dass hier Gracchus plötzlich keine Nachnutzung hat, zeigt uns der Graph, dass genau in diesem Punkt gibt es eine andere starke Abhängigkeit auf einem anderen Text.
den Text von Andreas de Novocastro, hier und hier. So, hier, Grakulus, diese Worte hier in Frage 38 eigentlich nicht originell sind. Ja? Sie sind kopiert von einer anderen Autor, die Marcolino nicht kennt. So, das für mich ist schon eine echte Entdeckung. Ja, wir haben diese Abhängigkeit ganz klar gefunden. Und wir können noch einen weiteren Schritt gehen. Diese Visualisierung zeigt uns ein interessantes Muster von Abhängigkeit. Wenn es substanziell und kontinuierliche Nachnutzung gibt, sehen wir normalerweise ein diagonales Muster. Und wenn diese Nachnutzung groß ist, wie im Fall von Johannes von Basel, ist das Muster einfach zu sehen. Ja, so dass es diese diagonale Muster ist ziemlich klar hier. Aber wenn es kleiner ist und die Vogelperspektive sehr weit ist, kann es schwieriger zu sehen sein. Aber jetzt, dass wir dieses Muster kennen, können wir Datengraph benutzen, um diese Muster im gesamten Korpus algorithmisch durchzusuchen. Okay? So, wir haben diese diagonales Muster hier. Genauer gesagt, ein diagonales Muster in dieser Anordnung bedeutet, dass wenn wir von einem Absatz beginnen, der Ähnlichkeit mit einem anderen Absatz hat, denn wenn wir uns vorwärts bewegen zum nächsten Absatz auf der X-Achse, so wenn ich von 8 zu 9 komme, finden wir Ähnlichkeit zwischen diesem Absatz und dem nächsten Absatz auf der Y-Achse, ja, hier. Und dann, wenn wir vorwärts gehen, plötzlich finden wir auch Ähnlichkeit mit dem nächsten auf der Y-Achse, hier. Wir können das so beschreiben. Ja? Was bedeutet Successive Reuse? Wir haben Successive Reuse hier, wenn wir eine Beziehung zwischen X und Y und dann auch eine Beziehung oder Ähnlichkeit zwischen die nächste auf der X-Achse und die nächsten auf der Y-Achse und so weiter. Um mehr Clusters zu finden, können wir das ein bisschen ungenauer machen. Ja? Wir können nicht eine komplett gefüllte diagonales Muster finden, aber einer mit kleiner Lücke. Ja. Und schließlich, um unser Ergebnis zu filtern, können wir eine Threshold innerhalb eines bestimmten Bereiches setzen, um die Stellen, wo viele Cluster sind, zu isolieren. So hier in diesem Beispiel suche ich nach bestimmten Fragen oder Kapiteln, die 10 oder mehr Clusters haben. Okay, so ich habe diese Definition von Successive Reuse hier. Und dann hier sage ich, wenn ich Successive Reuse 10 oder mehr Mal finde, ja, dann habe ich Substantial Successive Reuse. Und wir können das benutzen, algorithmisch Clusters zu entdecken. Lass uns zu Ende kommen mit diesem letzten Beispiel hier. Hier haben wir einen großen Abschnitt von die Summe von Albertus Magnus. Und es ist ein bisschen überfordernd, ja? So viele Punkte. Albertus hat so viele Zitate und so viel Einfluss, dass es schwierig ist, einzelne Clusters von fortgesetzter Textnachnutzung zu isolieren und zu untersuchen. I mean, es ist ziemlich klar, wichtige Quellen schon zu sehen. Wir sehen hier, Albertus hat offensichtlich häufig diesen Text benutzt, hier auch, hier auch, hier auch. Aber was wir brauchen, ist eine Liste von all diesen. So, innerhalb dieses Morasts kann der Algorithmus Clusters berichten. Und hier innerhalb einer Frage von Albertus hat der Computer eine andere Frage von einem sehr unbekannten Autor, Lambertus de Mante, der im 15. Jahrhundert geschrieben hat, der mindestens 22 Clusters von Nachnutzung hat. Ich zeige dir das hier. Okay, so wir haben den Text von Albertus hier. Wir haben einen Bericht von Clusters gefunden. Und hier haben wir eine Instanz von 22 Clusters. Und wir können das klicken, um zu untersuchen. Ja. Und jetzt können wir einzoomen und wir können diese Ähnlichkeit, diese Abhängigkeit sehr klar sehen.
Und wir können es untersuchen. Und die Abhängigkeit ist ziemlich klar. Das hier für mich ist nach einer echten Entdeckung. Nirgendwo hat Lambertus de Monte den Namen von Albertus erwähnt. Er hat kein Zeichen von Zitierung gegeben. Er hat geschrieben, als ob diese Worte sein eigener wären. Aber der Computer findet diese Nachnutzung ohne Mühe. Und auf diese Weise kann ich ohne Vorwissen den ganzen Korpus überfliegen und Nachnutzung und Einfluss in den Texten entdecken, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. So, wir können das für den ganzen Korpus machen. Und hier habe ich einen Bericht von interessanten Clusters. Nicht alle sind wichtig, aber es ist ein guter Punkt zu beginnen, um weitere Entdeckungen zu machen. Ja, zum Beispiel komme ich hier zu dieser. Dieser hier ist ein Text von noch einer 14. Jahrhunderte Autor, Dionysius de Montina. Und wir sehen hier, der Computer berichtet, dass er hat viele Clusters mit Johannes von Basel. Wir können das klicken und dann untersuchen. Diese Abhängigkeit ist sehr klar. Und jetzt haben wir eine dritte Entdeckung, dass Petrus Graclus ist nicht die Einzige, der von Johannes von Basel kopiert. Auch Dionysius de Montina. Ja. So, wenn es Zeit gibt oder es gibt Interesse, können wir diesen Bericht überfliegen und diese Ergebnisse untersuchen und vielleicht zusammen mehr Entdeckungen machen. Aber zuerst denke ich, wäre besser, hier zu stoppen und das Gespräch zu beginnen. Ja? Und es würde sehr einfach zu Folien zurückzukommen, wenn es gibt Fragen oder ja, so das würde einfach zu tun. Vielen Dank. Und lass uns diskutieren.